Willkommen bei RecoPlay mit Hallo. Den Turtles, Sven und dem Daniel. Jawohl, und wir haben euch ja schon gesagt, wir werden euch die nächste Zeit mal alle drei Turtles-Spiele vorstellen, die es für den Game Boy gibt. Heute ist der zweite Teil dran mit dem Titel Back from the Sewers, also zurück aus der Kanalisation, da wo die Turtles ja wohnen. Ja, Daniel, weißt du denn irgendwas über das Spiel? Nein, musst du geben, gar nicht. Warte, lass mal kurz die Rückseite der Packung begutachten. Nein, ich glaube nicht. Sehr gut, also der Daniel geht ganz jungfräulich heute an diese Präsentation. An diese Präsentation. Ja, richtig, an die Präsentation. Genau. Gut, ja, es gibt auch gar nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Es ist 1992 rausgekommen, also ein Jahr nach Fall of the Foot Clan. Ja, auch wieder natürlich von der Firma Konami. Die haben es entwickelt und rausgebracht. Und letztes Mal ist mir ja nicht eingefallen, was Konami an aktuellen Spielen hat. Ja, ich habe jetzt natürlich noch mal nachgeschaut. Pro Evolution Soccer ist von Konami natürlich. Aha. Der ganz große Konkurrent zu EAs FIFA-Serie. Mhm. Das sind ja so die zwei großen Fußballreihen, die es im Moment gibt. Ne? Und ja, das ist wie gesagt von Konami. Ja, ansonsten Turtles-Universum haben wir ja letztes Mal eigentlich schon so ziemlich alles erklärt, was man wissen muss. Ja. Die Spielstory, das finde ich persönlich ein bisschen schade, ist bei dem Spiel exakt die gleiche wie im ersten Teil. Also Shredder und Krang haben wieder mal April entführt und wir müssen sie retten. Bisschen schade, dass man sich da nicht mal... Die Damen entführt werden und gerettet werden müssen. Ja, hätten ja auch mal Splinter entführen können. Genau. Genau. Und ansonsten ist das Spielprinzip eigentlich auch das gleiche. Ich wollte gerade sagen, das Spielprinzip im Prinzip das gleiche. Ah. Ich habe es gerade nochmal gerettet. Ja, also wieder ein Side-Scroller-Action-Spiel von links nach rechts. Allerdings hier in dem Spiel wesentlich abwechslungsreicher umgesetzt. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben hier ein Skateboard-Level zum Beispiel. Es gibt später einen Aufzug irgendwie. Oder so. Das ist schon, ganz nett. Skateboard-Level ist schon geil. Also auf jeden Fall. Ja. Hatten die Turtles ja auch so richtig schöne. Genau. Ich habe schon das mit diesem Ventilator hinten dran. Richtig. Genau. Was eigentlich zum Kühlen. Aber ja, gut. Genau. Ja, das hatte ich, glaube ich, damals auch als Spielzeug. Die hatten da, war das nicht auch bei den Turtles, dass du bei den Spielzeugen eine haben konntest, also drei, die ein Skateboard hatten. Und das vordere hat irgendwie sowieso Kordeln ausgespuckt, dass die anderen zwei sich dann dranhängen konnten. Und dann hat das vordere irgendwie Düsen ans Drehbahn angeschmissen. Genau, und dann sind die anderen beiden einfach nur... Das war schon cool, hinterhergezogen worden. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist von der Presse damals auch sehr wohlwollend aufgenommen. Verbesserte Grafik, verbessertes Spielprinzip. Wie gesagt, werden wir gleich jetzt mal einen Blick reinwerfen, ob das denn auch wirklich stimmt. Vor allem der Daniel darf sich ja genau sein Urteil bilden. Ich kenne das Spiel ja schon ein paar Mal gespielt. Ja, das Einzige, was hier jetzt an Neuerungen drin ist zum Vorgänger, oder was heißt das Einzige? Wie gesagt, Spielprinzip ist ja ein bisschen anders. Aber was ich sehr cool finde, wenn wir einen Turtle verlieren, dann wird er gefangen genommen vom Foot Clan und wir haben nach jedem Level die Möglichkeit, einen Turtle zu befreien aus dem Gefängnis wieder. Ah, das heißt, du kriegst quasi ein Leben zurück, in Anführungszeichen, wenn einer schon gefangen wurde. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee, weil das den Spielspaß auf jeden Fall nochmal weiter oben hält, definitiv. Was mir da bei der Packung schon direkt aufgefallen ist, bevor du es erklären willst, aber da ist wieder dieses schöne Sewer-Deckel, also der Kanalisationsdeckel. Mit den Augen. Ja, da mit den Augen gibt es ja, oder kam zumindest mir so vor, dass ja diese Kanalisationsdeckel auf die eine oder andere Art und Weise immer Verwendung fanden bei den Fahrzeugen bei irgendwelchen anderen Gimmicks, die Turtles hatten. Das war wahrscheinlich, das hat auch so ein Wiedererkennungswert. Ja, auf jeden Fall. Also da wurde irgendwie alles so ein bisschen... so ein bisschen mit eingebunden so in dieses ganze Universum. Mhm. Die haben im Prinzip alles benutzt, was sie dann da gefunden haben. Ja, das ist schon ganz cool auf jeden Fall. Ja. Gut, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Cover-Varianten. Da sehen wir wieder mal die europäische und die amerikanische Version haben das gleiche Cover. Und die japanische Version hat mal wieder ein anderes Cover, was ich auch sehr cool finde, weil wir hier auch diese Skateboard-springenden Turtles im Prinzip sehen. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, als ich das jetzt bei der Recherche gesehen habe, das Bild kennst du doch eigentlich irgendwo her. Und mir ist auch relativ schnell aufgefallen, woher ich das Ganze kenne. Denn das Cover ist ein Teil aus dem Cover von der C64-Version von Turtles 2 The Coin-Op. Wie gesagt, diese Kanalisationsdings, hier springen sie quasi ja aus der Kanalisation raus, wenn man so will. Das ist eigentlich das, ich glaube, das ist das richtige Titelbild und auf unserer japanischen Version ist es ja hinter so einem New York-Hintergrund im Prinzip, was auch ganz stimmig ist, aber ganz witzig, dass sie da das gleiche Cover verwenden, gucken. Und wenn wir hier kurz mal auf die Screenshots von dem Spiel sehen, hier sehen wir, das war auch mal ein Arcade-Automat, ne? Ja. Sehr cool. Und das Spielprinzip hier ist das, was es auf dem Mega Drive auch gibt. Das ist nämlich das Spiel von
The Hyperstone heißt, was wir hier für das Mega Drive auch haben. Und das hier, wenn man hier auf die Screenshots drauf schaut, sehen wir, das ist 1:1 fast die Umsetzung hier von dieser C64-Version oder vom Arcade-Automaten, kann man eigentlich sagen. Ne? Also das ist ganz, ganz nett eigentlich so als, cool, als Goodie zu wissen. Genau, ansonsten, das Cover finde ich aber auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ist eine schöne Zeichnung. Hier auch mit den Turtles hier in Action-Pose. Schade, dass Michelangelo uns nur den Rücken zudreht, aber okay, so ist das. Ja, hier wieder ein paar Screenshots und dann der wirklich reißerische Text mal wieder. Halte Shredder auf, der die weltberühmten Stars der Kanalisation in die Ladenhüter einer Tierhandlung verwandeln will. Ja. Da ist schon aufs Ganze gegangen worden, auch wirklich sehr cool hier. 2 Mega für den Speicher pumpen die Grafiken hoch und bringen dir ein super Bild mit allen möglichen neuen Methoden, Shredders Bande zu Chop Suey zu verarbeiten, während du läufst, springst, kämpfst und sie auf deinem Skateboard umkreist. Okay. Der nächste ist fast noch besser. Wähle deinen Lieblingsturtle aus, bevor du dich in die 6 todesverachtenden Spielebenen stürzt. Durch die Kanalisation in der Stadtmitte, verlassene Gebäude, Untergrundbahnen, Autobahnen, das Technodrom und mehr. Also... Der Technodrom. Da haben sie marketingtechnisch schon mächtig auf den Putz gehauen, ja, damit die Turtles-Fans und die Gameboy-Fans hier bei dem Spiel zugreifen. Gut, dann schauen wir es mal auf. Genau, machen wir mal auf. Dann natürlich unser Cartridge wieder. Mhm. Und unsere Anleitung, die ist extrem dünn, muss ich mal sagen, hier. Da steht nicht so wirklich viel drin. Also wir haben hier das Cover natürlich von drauf wieder. Dann hier schwarz-weiß ein Teil. Das finde ich ein sehr, sehr geiles Bild. Das habe ich damals auch in irgendeinem Comic, glaube ich, oder auf dem Aufkleber oder irgendwie sowas schon gehabt. Also ich kann mich genau an das Bild auf jeden Fall erinnern. Mhm. Genau, haben wir hier natürlich wieder was über die Vorgeschichte. Die kennen wir ja inzwischen. Dann die Steuerung, die zeigen wir euch gleich im Spiel dann. Genau, was hier jetzt auch noch ein bisschen anders ist, ist, dass die Turtles im ersten Teil ja alle gleich stark im Prinzip waren. Auch die Waffen waren ja im Prinzip alle gleich lang. Das ist hier jetzt nicht mehr. Ja? Also wir haben jetzt hier... zum Beispiel, wenn wir Raphael nehmen, der kann sehr schnell schlagen, hat aber nur eine kleine Reichweite vom Angriff her. Und Donatello zum Beispiel ist relativ, was heißt relativ, also schon langsamer, hat aber eine große Reichweite mit dem Bo. Und die anderen beiden haben hier so zwischen Mittel und Normal. Genau, also zumindest da haben sie ein bisschen was verändert. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Genau, dann hier noch was über die Optionseinstellungen. Meister Splinter mit dem erhobenen Finger. Belehrend. Genau. Dann hier haben wir diese Bonusrunde, dann hier diese Rettungsrunde, von der ich eben schon gesprochen habe. Und da müssen wir diesen Soldaten hier, diesen Metallsoldaten, Robotersoldaten im Prinzip... da steht Roboterwächter. Okay, den Roboterwächter, Entschuldigung. Ich sollte auch mal lesen, was da steht. Ja, genau. Ja, genau. Den müssen wir im Prinzip seine Energie abnehmen. Haben selbst keine Energieanzeige, sondern ihr seht hier unten, wir haben eine Time, also eine Zeit. Allerdings, wenn wir getroffen werden von dem Roboter, kriegen wir Zeit abgezogen. Mhm. Wir müssen ihn halt bevor Ende der Zeit entsprechend seine Energie abgenommen haben, damit wir einen Turtle befreien dürfen. Okay. Ja, dann haben wir hier noch die klassischen Gegner. Die, ja, die Ebenen hier erstmal. Oder warum von den 6 Ebenen jetzt nur 3 Ebenen hier erwähnt werden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und heute hier noch ein paar Zeichnungen von wieder den sehr umfangreichen Gegenständen, die wir aufnehmen können, nämlich ganze Pizza. Und Pizza Slice, genau. Und wieder unsere beliebten Freunde. Genau, wo Kanalmutation, den kenne ich gar nicht so ungefähr. Und Baxter's Dogman. Und Krang hat er immer schon, der war ja normal in dieser Figur, Fahrzeug, wie das, der letzte Endgegner von Teil 1. In diesem Fahrzeug habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal, ob wir so weit kommen heute. Na, schauen wir mal. Genau, ja, und dann hinten auch nochmal ein schönes Bild von den Turtles drauf. Das ist so dieser klassische Zeichenstil aus der Comic-Serie irgendwo auch. Ne? Die, die Comics, die auch damals rauskamen, hatten, glaube ich, auch diesen Zeichenstil hier. Genau, schön, also es ist nicht so wirklich dick, die Anleitung, aber es ist ganz nett eigentlich. Das ist cool. Genau, ja, Preis, damals natürlich wieder 70 D-Mark ungefähr für ein Spiel, für ein Gameboy. Heute ist es nicht ganz so günstig, man findet es auch nicht ganz so oft. Also im Komplettzustand mit Verpackung und Anleitung muss man so zwischen 40, 50 Euro, denke ich mal, ungefähr ausgeben. Mhm. Nur mit Anleitung, also Modul und Anleitung, kriegt man schon relativ günstig für 12, 13 Euro überall. Okay, und nur das Modul gibt es für 5 Fünfer eigentlich. Das ist schon ganz gut. Die Hülle ist eigentlich auch super. Ja, auf jeden Fall. Erhalten, ne? Ja. Das ist eine gute Hülle. Ja gut, das ist eine Repro-Hülle. Ich muss es ja leider gestehen. Wir haben das jetzt mal alles nicht gesagt. Nein, weil ich das wohl leider nicht in der Originalhülle habe. Aber ja,
für mich reicht es, um die mal in den Schrank zu stellen, damit die Module nicht lose rumfliegen. Und dass man sie einfach mal angucken kann. Cool. Okay, dann werfen wir mal einen Blick auf Turtles 2. Ab ins Spiel. So, da wären wir. Ja, rutsch mal näher, dass du auch den Text ja, gleich lesen so kannst. Ich schon wieder Text lesen. Ja, wenn du jetzt den Controller in der Hand hast. Konami. Was, wofür steht das R? Register Trademark. Oh, guck mal hier. Der Turtles-Vorspann. Oh, ist das pixelig. Da ist er wieder, der Kanal, der Kanal. Ich kann sagen. Musik ist auf jeden Fall schon mal cool. Also für ein Gameboy ein sehr cooler Vorspann, finde ich. So, wir gucken mal in die Options. Müssen wir. Ja, müssen wir. Okay. Mit Start wahrscheinlich. Ach schon. So, Level. Das ist ganz, ganz lustig gemacht eigentlich mit dem Fenster. Trigger-Type kannst du jetzt umstellen, ob du, ja, ob du mit, also ich würde es immer lassen auf A springen, B schlagen. Aber genau. Hier kannst du bestimmt. Level kannst du mal gucken, was es hier noch gibt. Nach links, rechts wahrscheinlich. Hart. Stimmt. Aber auch nicht. Sehr cool gemacht mit der Animation easy. Hier. Ne? Mit der hart. Ich mach mal normal. Easy. Na, mach normal. Oh. Normal, komm. Geht das lassen wir halt. Was genau. Ist das? BGM-Test, Turtles. Background Music Test. Könntest du jetzt hier die Turtles Musik nee, nochmal. Dann mach ich jetzt Exit. Mach doch mal Exit. Mit Start. Ich mach auch. Schon wieder mit Start. Das kannst du abbrechen, das haben wir schon mal gesehen. Mit Start. Mit Start kannst du das abbrechen, genau. Okay. Ich glaube auch mit A kann ich ins Game gehen. Nein? Nein, nicht mit Start mit B, wahrscheinlich. Und mit B? Nein, auch nicht. Guck mal, jetzt sind wir beim Konami-Bildschirm. Echt jetzt? Fängst du jetzt wieder von vorne an? Ja, du musst Start drücken. Oh, okay, gut. Heute Abend ein bisschen langsam. Ja, ich merke das schon. Start. So, jetzt sehen wir können auswählen zwischen unseren Turtles. Und sehen unten, wir spielen in der ersten Stage von 6 Stück. Mhm. Genau, ja, dann kannst du jetzt aussuchen, wie gesagt, mit welchem Turtle du loslegen willst. Donnie Michelangelo. Ah, ich nehme ihn hier. Ja, mach das. Act 1. Mit Sprachausgabe. So. Wenn ich richtig recherchiert habe, war es eins der ersten Spiele auch, das überhaupt Sprachausgabe auf dem Game Boy hatte. Genau, spring mal ohne was zu machen gleich. Also nach vorne springen ohne was zu machen oder nach hinten. Weil die Animation ist sehr cool, finde ich. Aha. Genau, also wir können mit B schlagen. Nach unten B können wir keine Ninja-Sterne schmeißen wie in Teil 1, sondern wir schlagen dann auch. Und ja, ansonsten springen funktioniert. Auch mit Sprungangriff, genau. Also detailmäßig ist die Grafik schon krass, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr viel detailreicher als der erste Teil. Sollte der schmeißen einen Bierkasten? Ne, der hatte einen Pizzakarton auf seinem. Habe ich den jetzt eingesammelt automatisch? Ja, ja. Du bist ja eben durchgelaufen. Nee. Weil es aussieht, als würden die so auf den Zehenspitzen angelaufen kommen, ja. Ne? Da fand ich die im ersten Teil, muss ich sagen, ein bisschen schöner vom Design her, die Soldaten. Da siehst du das gesehen? Pizza. Ja, da muss man am besten. Genau, ja. Ja, so ungefähr, ja. Da ist er wieder, oh, der Gullideckel. Der Gullideckel. Los geht's. Wobei wir auch jetzt nicht wirklich sportlich daherlaufen, das ist eher so ich gemütliches. Also ich muss sagen, das ist eigentlich fast das Einzige, was ich in dem Spiel nicht mag, ist die Charaktergestaltung. Achtung. Oh jo. Guck mal, was passiert, wenn du in das Loch reingehst. Meinst du? Who put the lights out? Das ist okay. Aber bei Hyperstone heißt auch, falls du dich erinnerst. Das haben wir auch ja, mal stimmt, gespielt. Stimmt. Das war auch so. Das war eigentlich ganz netter Gag eigentlich. Nee, um jetzt nochmal auf unseren Charakter zurückzukommen.
Ich darf das hier nicht laut sagen, aber ich finde, er läuft, als ob er einen Stock im Allerwertesten hat. Also er läuft wirklich einfach nur kerzengerade und auch die Waffe ist so... Geh weg, du böser Bube, ich möchte dich hauen. Also die ist jenseits von niemanden deformieren wolltest, ne? Das ist halt so undynamisch, um es mal so zu sagen. Genau, und ich finde auch, wenn du springst und trittst gleich mal. Na toll, jetzt hast du ja getreten, trotzdem wenn ich spätig. Was soll denn das? Also getroffen. Ja, gleich mal springst und dabei trittst dann. Warte. Einfach nochmal zu demonstrieren. Es ist halt echt, der Oberkörper ist wieder kerzengerade, wie von der Animation, wie wenn du läufst. Und dann sind einfach die Füße irgendwie nach vorne geknickt. Es sieht nicht besonders schön aus. Du blinkst und solltest dich nicht so oft treffen lassen jetzt. Ach nee, geht mir das nicht in jedem Titelspiel so? Komisch. Oder macht dich mein Gequatsche nervös? Never. Genau. Ja. Wo ist der Pizzaboy? Weiß nicht. Da ist kein Pizzaboy. Da ist er! Yeah! Ah, sehr gut. Aha. Aber ist schon ganz cool gemacht, finde ich auf jeden Fall. Ja? Also da passiert schon einiges mehr als im ersten Teil. Wer kommt jetzt? Ja, du musst einfach weiterlaufen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt Endgegner. Nee. Was dachte? Da musst du dich oben dran hängen. Also hinspringen. Nach oben. Ja. Aha. Aber auf jeden Fall schon sehr abwechslungsreich hier der erste Level.